Effektiv muss ich auch nur Karl töten. Wir hungern nach einer Schlacht. Ich erwarte eure Befehle. Sie sollen vor uns niederkauern wie eingesperrte Hunde. So. Toll, die nächste Stadt, die ich belagern muss. Wo ich nicht direkt rein kann, okay. So, beweg du dich mal nach Toulouse. Du hast hier trotzdem plus 2. Wir hungern nach einer Schlacht. Herr, höre uns an! Ich weiß, ist kalt, aber schalt ihn mal eben aus. Und dann wieder zurück in die Stadt. Wird dich schon nicht töten. Ein bisschen, aber nicht komplett. So, Pavia. Hier haben wir eine Kaserne. 5266. Jetzt müssen wir eben hochrechnen. Theoretisch können wir uns da noch eine Armee leisten. Aber nur eine günstige. Das Leben eines Soldaten. Es ist ein gutes Leben. Warum haben wir hier minus 3? Kommandant, ich erwarte eure Befehle. Bereit zum Kampf. Ich werde Avernus verlieren. Das Schlimme ist, ich habe Krieg mit irgendwem und dann kommen die ganzen Armeen von meinen Verbündeten in Anführungsstrichen und sind die ganze Zeit dran, sich alles zu krallen. Ach, nimm doch die Stadt. Scheiß drauf. Ja, natürlich habe ich geguckt, wie viele Verbündete mein Feind hat. Und das ist halt dieser typische, immer noch bestehende Dreierbund von Königreich von Kalman den Ersten, plus die an der Küste sind, wo ich jetzt nicht mehr weiß, mit dem Delfin im Logo, im Wappen. Und das Königs... Moment, das... Moment, wer war es denn noch? Und die Islam-Leute. Die Biran, irgendwas, schieß mich tot. Ah, die Herzogtum Provenz. Die Sonne verdunkelt sich, wenn eure Armeen durch unsere Länder marschieren. Gott ist besorgt. Eure Armeen müssen gehen. Bist du doof? Ich habe noch nicht mal Armeen in der Nähe von dir. Ja, öffentliche Ordnung ist schlecht. Moral minus 14, öffentliche Ordnung minus 7. So, Schiffsmühlen, plus 10% aus Industriegebäuden. Nehmen wir das noch. Lustigerweise hat er wirklich meine Stadt nur ausgeraubt. Bereit zum Kampf. So, wie sieht das eigentlich aus mit den Bayern? Meine Diplomatie, Herzogtum der Bayern, ihr seid im Krieg mit den Kroaten.
Ihr seid aber so gute Verbündete von mir. Eure Anwesenheit und eure Worte sind eine Ehre für uns. Helft mir doch mal im Kampf gegen meinen Bruder. Wollt er nicht, obwohl wir so nette Verbündete sind. Wir hungern nach einer Schlacht. Also würde ich beim Angriff hier alleine stehen, ne? Ach, doch, das sind Bayern, die da stehen. Ich wollte gerade sagen, das sind ja gar keine Bayern. Doch, doch. Ich bin ein Held Gottes. So, bewegt euch mal hier runter. Ich möchte ein bisschen was sehen, was hier los ist. Hier können wir eben einmarschieren. Wir hungern nach einer Schlacht. Den kann der abreißen. Ach ja. Da unten haben wir nämlich mal eine Armee stehen. Und in Toulouse steht auch eine Truppe vom... Da steht Al-Mudir drin. So, 2300 haben wir noch für die Runde. Dann lass uns doch mal... Was ist noch günstig? Ich glaube, die normalen Speere... Die Fränkischen können wir mal eben 4 holen. Och, da steht auch eine volle Armee drin. Niemand wird entkommen. Der hat leider Onager, der Penner. Obwohl. Ach komm. Gehen wir bei Nacht und Nebel einfach da rein. Man kann es ja nicht einfach haben. Weil einfach nicht einfach ist. Ja. So. Jetzt müssen wir überlegen, wo wird er die Onager hinstellen? Ich denke eh, dass ich aufsplitten werde. Wir machen einen Frontalangriff von der Seite. Und kommen von hier. Und in der Mitte schließen wir wieder zueinander auf und drücken den hier oben rein. Die Reiter können ja auch hier unten erstmal bleiben. Weil ich versuche wirklich massiv auf den Siegpunkt zu gehen. Danach ist die KI ja eh ein bisschen doof. Wie man sieht, stehen die eh nicht so optimal. Der Feind wurde gesichtet. So, Reiter, geht mal da hoch.
Wollt ihr die Schilde hochheben? Nö, ne? Ihr lauft einfach durch. Ja, hätte ich, wenn ich eine andere Armee noch gehabt hätte. Noch ein Tick näher ran, bitte. So, Nahkampfinfanterie, ihr könnt schon mal durch. Die Speere bleiben hinten, um den Turm zu zerstören. Der Turm fällt jetzt. Der Turm wurde zu Fall gebracht. Das sind gute Nachrichten. Oh, ihr könnt da durch. Du direkt. Ihr könnt hier oben stehen bleiben, um den Turm kaputt zu machen. Obwohl vor allem Reiter da immer so ihre Probleme haben. In den Nacken von denen. So, ihr geht da einfach durch, der Rest macht hier oben die Sachen fertig. Der Feind hat uns einen Hinterhalt gelegt. Ihr Turm ist gefallen. Gute Nachricht. Ah, jetzt verliert nicht noch eine Reitertruppe. Versuch den... Ah, nee, geh mal eben auf die Bogenschützen da. Du auch. So, ihr... Ihr Schlawiner, drückt da rein. Ihr seid fränkische Schwertkämpfer. Ihr werdet wohl hinkriegen, hier ein paar Leute umzunieten. Und wenn der meint, mich mit den Odenagern ärgern zu wollen. Dann ist das halt so. Ah, scheiße. Geh mal ein bisschen zurück, General. So, drücken, drücken, drücken. Feindliche Einheiten haben sich zusammengeschart. Komm. Einfach mit der geballten Macht weiter rein. Die Männer haben die Flucht ergriffen. Befehle verstanden. Der deckt seinen Bereich einfach viel zu gut, ey. Unsere Männer haben sich neu gruppiert. So, die verlieren den Nahkampf.
versuche die Plänkler da an der Seite mal platt zu kriegen. Unsere Männer fliehen vom Schlachtfeld. Das ist eine Schande. Mein Gott, der hat hier hinten nochmal so viele Truppen stehen, ey. Ist ja echt ätzend gerade. Aber zu ein paar Ohrnager ausmachen, ne? Unsere Männer haben aufgegeben und rennen nun um ihr Leben. Ihr General ist tot. Ein vernichtender Schlag. So, das ist genau das, was ich haben wollte. Aber könnte schon ein bisschen zu spät sein. Und natürlich wird der General beschossen. So, vorwärts, meine kleinen Bogenschützchen. Gruppiert und bereit für euren Befehl. Mächtige Krieger Christi! Nicht die Formation brechen! 2, 1. So, auf die Schwertkämpfer. Die haben nämlich schon von der Moral her die Arschkarte. Ich beschleunige mal ein bisschen. Ansonsten dauert das ewig jetzt. Unsere Männer fliehen vom Schlachtfeld. Das ist eine Schande. So, fliehen die.
Da ist okay. Die Männer haben ihre Waffen niedergeworfen und fliehen. Scheiße, ich verliere meinen General dabei. Der hat einfach noch zu viele volle Truppen. Und ich kann jetzt nicht wegdrehen. Weil dann verliere ich meine gesamte Generalseinheit. Ja, genau so. Die Männer verlieren ihre Entschluss. Die Männer haben aufgegeben. Ah! Wir suchen Schutz. Egal. Wir hungern nach einer Schlacht. So, weg mit dir. Dann geht er nämlich wieder nach Hause. Zu euren Diensten. Ich erwarte eure Befehle. Können wir wenigstens eine vernünftige Armee aufbauen. Das Leben eines Soldaten. Es ist ein gutes Leben. Ich erwarte eure Befehle. Sie sollen vor uns niederkauern wie eingesperrte Hunde. Ach, hier will ich eigentlich auch nicht. Rückzug! Das ist alles doof. Schneller, ihr Verfluchten! In Bewegung! Kommandant? Komm her, zweite Armee. Wenn er mich angreift, dann ist es halt so, dann müssen wir halt kämpfen. Das könnte sogar sehr gut passieren. Wenn ich gerade so gucke. Bereit zum Kampf. Trimaris, wenn du bei mir im LP reingeschaut hast, dann weißt du, dass ich das auch häufig mache, mit zwei Armeen nebeneinander zu laufen. Und eigentlich nicht mit einzelnen Armeen angreife. Aber jetzt gerade habe ich gedacht, warum nicht? Ich erwarte eure Befehle. Machen wir es doch pseudospannend. Ich erwarte eure Befehle. Okay, ich habe doch Dezimierung beordert. Nein, wir spielen heute keinen Evil Action im Stream. Atomameise. Haben wir gestern. Sehr lange. Sehr umfangreich. Warum habe ich nicht das Gefühl, alles zu verlieren? Namen, Blindbart. Atomameise, dafür gibt es den Sendeplan. Da steht im Moment noch kein neuer Naval-Stream drin. Da stand aber der letzte Naval Stream 3 Tage drin. Ja, das ist das im alten Zeitalter, aber es hat mit World of Warships jetzt nicht so viel zu tun. Mein Gott, es gibt wirklich eine Kriegsmöglichkeit Stufe 8. Bereit zum Kampf. Warum hat der denn schon so viel Schaden genommen? Naja, ist auch egal. Schreibt euch ein für ein Leben. Voller Ruhm. Tun sie, tun sie.
So, Venedig. Können wir hier die andere Armee wieder ausheben? Erstmal wieder mit den günstigen Sachen. Wir hungern nach einer Schlacht. Oh, der ist mit der Armee zurückgezogen. Zum Kampf. Kommandant? Ich erwarte eure Befehle. Kommandant? Herzogtum Burgund? Die hole ich nicht raus. Kommandant? Ach, scheiß drauf. Wir bauen die einfach frisch auf und gut ist. Dann kriege ich wenigstens ein bisschen Geld raus. So, alles können wir die nächsthöhere Stufe bauen. Verteidigungstechnisch, jetzt gucke ich mal eben kurz das Fürstentum Kroatien. Wie sieht es bei euch aus? Ihr wollt immer noch nicht mit mir Frieden haben, okay. Obwohl er ziemlich am Ende aussieht. Mit euch kann ich eh keinen Frieden haben. Die Tür steht euch offen. Ah. Doch wenn ihr über den die wollen inzwischen mal. Sprecht. Das finde ich gut, weil die sind keine Ahnung, wie ich mit denen in den Krieg überhaupt geraten bin. Die Tür steht euch offen. Doch wenn ihr über den Hof hinausgehen wollt, sprecht. Es ist kein Medieval 3 in Entwicklung. Aktuell. Es gibt eine Modifikation, die in Entwicklung ist im Moment. Möge Gott unser Treffen mit einem Lächeln bedenken, damit wir alle profitieren. Basierend auf Attila. Verschwendet keine Zeit. Ich erwarte eure Befehle. So. Wenn die beiden Armeen fertig sind, dann können die auch nach Grenoble hier hoch, oder? Ich erwarte eure Befehle. Und wenn wir hier einen Ausfall machen, haben wir nur die Arschkarte. Zu euren Diensten. Boah, ich hasse das auch, dass dann... Man kommt ja auch nicht mehr weg, ne? Man kommt auch einfach nicht mehr weg. Ich muss alle möglichen Armeen erledigen. Der Karl ist schon steinalt. Ich glaube, ich bin schon 60 im Spiel. Um die Frage zu beantworten von Marmertel, wie alt ich denn schon bin. Danke, Herzogtum Bayern. Auf euch ist noch Verlass. Die töten überall meine Rebellen.
Also beziehungsweise die Rebellen, die mich überall nerven. Oder hier, der tötet die burgundischen Rebellen auch weg. Warum nicht? Es gibt schon für Medieval 2 oder was auch immer ein sehr gutes Herr der Ringe, also eine sehr gute Herr der Ringe Modifikation. Ja, ich muss kämpfen.